Achso, ich dachte gerade, ich muss dem Typen hier folgen. Ich dachte gerade. Heute wurde Jeff Fogg, stellvertretender Anführer der Blackstone Rangers, für Missachtung des Kongresses verurteilt. Fogg hatte gestern eine Sitzung des Senatsuntersuchungskomitees verlassen, als ihm verweigert wurde, seine Ankläger ins Kreuzverhör zu nehmen. Don't know much about history. Don't know much about biology. Don't know much about the French I took. Achso, nee, Science Book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. Oh, geil. Na, 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 na. Ach, schön. Boah, die Mucke ist geil einfach im Spiel. Muss man einfach sagen. Schade, Mann. Es wäre so schön, wenn wir einfach diese zauberhafte Institution nicht hätten, die uns verbietet, Musik auf YouTube zu packen. Es wäre so schön. Ich würde die Lieder einfach alles so genießen hier. So, hier ist wieder eine Rampe. Pass auf, da ich kein Auto habe. Yeah! War auch geil. So, hier war auch noch irgendwas Grünes, ne? Oder? War hier nicht... Okay, hier ist Playboy Magazin. Ein Magazin, vor allen Dingen. Wir müssen den roten Autos folgen. Ich weiß, aber wir nehmen vorher noch die ganzen anderen Sachen auseinander. Wenn ein bisschen Gras geraucht hat, dann wird aufgrund falscher Anschuldigungen für Jahre weggesperrt. Aber wenn ein weißer, geschniegelter Collegeboy mit dem gleichen Joint erwischt wird, was passiert dann? So. Du, 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 du. Na 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 na. Diddle 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 diddle. What a wonderful world it would be. So, apropos Wonderful World. Playboy Magazin 4 von 7, die Sammlung wächst. Wir gucken uns die später auch an. Man kann die im Menü angucken tatsächlich. Allerdings muss ich darauf hinweisen, dass die Damen dort oft auch barbusiger Natur sind. Ich möchte dann nur... ich muss da natürlich eine Triggerwarnung aussprechen. So. Okay, ich weiß nicht mehr... Ist das unsere Karre? Das ist unsere Karre. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht mehr, wo wir genau geparkt haben. Jetzt weiß ich es wieder. Ah, fuck, Mann. Ich komme ja nie zu irgendwas. So, 9 Stück haben wir jetzt wieder. Wir sammeln langsam wieder. Und ein paar Sicherungskästen könnten wir dann wieder übernehmen damit. Ein paar Telefonleitungen abhören. Wie gesagt, im Hollow muss man natürlich noch ein bisschen sammeln. Da haben wir ganz viele Grüne noch rumfliegen. Das dauert aber hoffentlich nicht allzu lange, die einzusammeln. Damit wir die Sicherungskästen dementsprechend damit ausstatten können. Jetzt aber erstmal ganz kurz... Oh, da ist noch eine kleine Vargas-Gemälde. Ach, hier sind wir jetzt schon wieder. Sieh mal einer an. Ich wusste doch, wir müssen da noch was machen. War mir doch klar. Hier haben wir schon Sicherungskasten ausgeschaltet. Ich erinnere mich. Also eingeschaltet. Also abhören. Also weißt du schon. Dann kommen wir mal zum Eingemachten. Hey Mann, das ist doch schon die ganze Woche die gleiche Leier. So, hier müssen wir rein. Da müssen wir wieder ein bisschen die Gewerkschaft überreden. Und ich würde sagen, jetzt machen wir am besten, wie überredet man die Gewerkschaft am besten? Natürlich von hinten. So, mal kurz kicken. Hier kommen wir nicht rüber, ne? Der Sumpfrater hat es für uns alle versaut. Uns alle? Du bist es doch, der an diese Holoschnitten ran will, verdammt. Soll halt deine Kleine mal vorbeischauen. Was macht er denn hier? Alter. Wehe, die haben heute wieder nichts für mich. 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 Also weh, die haben heute wieder nichts für mich. Ist wohl nichts. Hey Mann, das ist doch schon die ganze Woche die gleiche Leier. Hey Mann, das ist doch schon die ganze Woche die gleiche wieder nichts für mich.
Ah, was soll's. Die können wir natürlich gut gebrauchen. Haben wir einmal meinen Scharfschützen ausgeschaltet, finde ich ganz gut. Okay, das hat nicht so gut geklappt. Irgendwer hat uns gesehen. Hey Freunde, ich gehe in Deckung. Ihr habt die Checkung. Ich gehe in Deckung. Und die Bekleckung mit deinem eigenen Blut. Das ist ja nicht so gut. Hier herrscht ein scheiß Chaos. Ein scheiß Chaos. Komm, ich baller dir mal ein bisschen Ordnung zwischen die Augen. Jetzt bin ich erledigt. Ich bin tot, Junge. Verstärkung ist angekommen. Oh. Wo kam der denn auf einmal her? Und ich dachte, ich bin mega sicher. Alter. So, hier haben wir Deckung. Ja, wie erwischen die mich denn? Wie kann der mich denn von da? Das ist ja ein Zauberer. Das ist ein richtiger Zauberer. Ich war wieder zu großkotzig, aber... Erschießt dem Arschloch. So, wir müssen doch jetzt eher an die langkommen, oder? Theoretisch. Die wuseln jetzt alle da vorne rum. Wir waren also ein bisschen eingekesselt. Das war nicht so gut. Da, wer diesen Sack? Wir kriegen alle eins. Ich würge jeden Funken Leben aus dir raus. Puh. Das ist schon ein bisschen aufregender gerade. Der Scheißkerl hat mich getroffen! Oh nein, wie böse. Der Scheißkerl hat mich getroffen! Sag mal was anderes. Ach nee, kannst du ja nicht mehr, ohne Gesicht. Hier drüben! Hä, ist doch wieder der gleiche. Ich glaube, die Eltern waren auch mal Zwillinge. Wieso erwischt man den dann nicht? Hä? Verstärkung ist manchmal ein bisschen doof, aber... Ja, das ist natürlich doof. Bis jetzt hatte ich Glück, aber jetzt kriegst du mit dir zu tun. Boah, endlich. Ich mag lächelnde Menschen. Ist da oben noch einer? Nee, ne? Achso, mit V ist das jetzt. Waffenschrank. Warte. Da hinten ist noch einer, okay. Ich blute stark! Da hat deine Mutter richtigen Comedian rausgeschissen, wa? Ah, da ist er wieder. Oh, dann steh auf, Männchen. Ich bin mir nicht sicher. Und Alter, wie schnell er uns trifft. Ich blute! Ich blute stark! Was haben wir denn hier? Scheiße! Ich sehe ihn! Lade nach. Mist. Ja, aber langsam knapp. Also mit Ich blute stark da oben. 5 Schuss haben wir noch. Ich blute stark lebt noch.
Wir holen mal unser Glück. Hey, Starkbluter! Ich glaube, wir kommen nicht hoch zu dem. Er blutet stark. Er blutet stark. So stark. Ich weiß gar nicht, wie wir nach oben kommen, ehrlich gesagt. Ah, ja. Gleich geht's dir an den Kragen. Er blutet stark. Er blutet stark. Naja, jetzt nicht mehr. Da muss er sich keine Sorgen mehr drum machen. Ich wollte eigentlich schön easy reingehen, aber leider wurden wir direkt erwischt. Vielleicht sollte ich aber gar keine Morde mehr begehen, sondern versuchen einfach so reinzukommen. Wäre ja auch mal eine Herausforderung. Reingehen, sauber machen, rausgehen. So, 1500, 13.000 müssen wir noch irgendwie klarkriegen. So, wo ist das Gemälde? Le Gemälde? Uesen hier das Gemälde. Jetzt müsste hier sein, wahrscheinlich unten, oder? Ah ne, hier, okay. Vargas Gemälde 2 von 4. Schauen wir uns später auch mal alle an. So. Hier wäre es auch noch hochgegangen. Okay, okay, okay. Dollar. Ein Träumchen. Streckenweise habe ich manchmal das Gefühl, das Spiel könnte vielleicht zu leicht sein. Ich bin mir nicht sicher. Andererseits denke ich dann wieder, oh, das sind bestimmt nur die Anfangsmissionen. Ist ja gerade erst unser zweites Gebiet hier irgendwie. Bin mir aber ehrlich gesagt, ich bin mir aber nicht sicher. Ich meine, diese, da oben sind noch Dollares, die wir vergessen haben. Der Nachschub zum Beispiel wird ja auch immer mehr. Oh, 500, okay. Hier, das brauchen wir nicht wirklich. Gibt es noch ein Dolaris? Ja, mit. Ja, mit. Eine schöne Schreibmaschine. Der kommt aus einer Zeit. Was haben wir denn hier? Independent Stallion, Leopard Storm, Kashmir, Duke, DeLeo, Richmond Executive. Ich glaube, das ist ein Wettbüro hier. Würde ich vermuten. Vielleicht auch illegale Wetten. Man weiß es nicht genau. Wird wahrscheinlich so sein. Haben wir wahrscheinlich auch noch vor uns. Jetzt momentan sind wir beim Schmuggel unterwegs, ein bisschen aufzuräumen. Später werden es mit Sicherheit noch die illegalen Wetten werden. Und was nicht alles. Ich geh nochmal ganz kurz nach oben, die Kohle holen. Alles, was dem Geschäft hier schadet, ist gut. Ach, das ist ja Verbandskasten. Verdammt. Die könnten ruhig ein anderes Grün haben als die Dollarscheine. So. Und hier. Hier müssen noch irgendwo. Hier liegt Kohle? Nee. Da liegt Kohle. 500 Dollar. Was ist das denn hier? Keller? Das ist sehr geil. Ernsthaft? Kanalisation? Okay, ah. Wir hätten also von der Seite, wenn man die Map kennt, hätte man von der Seite aus hier reingehen können. Hätte kurz alles vernichtet. Wahrscheinlich, ich bin mir nicht sicher. Feindliche Zone. Oder man hätte sich von hier aus durcharbeiten können. Geil. Gefällt mir gut, aber guck mal, so ist doch auch gut. Da können wir hier die Kohle mitnehmen. Nehmen wir hier die Kohle mit. Hier haben wir noch, was haben wir hier? As a member of the union, you have the following rights. The right to a safe workplace, the right to overtime pay. Ich mach mal ganz kurz hier auf Deutsch. Als Gewerkschaftsmitglied hast du die folgende Rechte. Das Recht auf einen sicheren Arbeitsplatz, das Recht auf Bezahlung für Überstunden, auf Interessensvertretung durch die Gewerkschaft, das Recht auf Altersrente und andere Vorteile und das Recht, dich ins Knie zu ficken. Ein handschriftlicher Zusatz. Gut zu wissen. Endlich kann ich mich mal ins Knie ficken, ganz legal. Das wird normalerweise immer geahndet. So. Achso, gehen wir auch noch mit. Die schisssichere Weste. Mussten wir hier nicht was... Der Krieg verändert euch, verstanden? Manche Brüder kommen angeheizt und kampfbereit zurück. Andere müssen im Leben nie wieder eine Waffe anfassen. Ach, das nehmen wir nochmal mit. So, Freunde. Ja, leck mich. Hab glatt vergessen, dass der Wald ist. Hier will ich nicht ein. Lass uns mal den vorfahren. Habt ihr es gesehen? Schnell weg, Leute! Schnell weg! Hey, schicke Karre. Warum haben die einfach alles so verlassen lassen? So. Als nächstes, das haben wir erledigt. Da liegt noch eine Sicherung, liegt da noch und da ist noch ein kommunistische Propaganda. Ach, oh, fuck, Mann.
So, wir haben auf jeden Fall hier das Gebiet haben wir sehr gut gesäubert bisher. Hier ist noch eine Sicherung. Es hilft ja nichts. So, einmal eine Sicherung, einmal ein Gemälde, die holen wir auch beide. So. Da liegt sie. Zack. Und wir haben 11 Stück. Sehr gut. Dann da drüben nochmal schnell das Gemälde holen. Warum sind da links wieder böse? Hä? Wir waren doch gerade auf dem Gemälde. Hä? Auf einmal ist das Gelände wieder voll. Wir haben doch da alles schon gemacht. Warum sind jetzt auch mal wieder fiese? Hä? Wir waren gerade auf dem Gelände, haben alles zerstört und auf einmal... merkwürdig. Auf einmal wimmelt es da wieder von fiesen Leuten. Und wieso hängen diese ganzen Poster überall da, wo man die auf gar keinen Fall sieht? Ja, was? Wo man die auf gar keinen Fall sieht. Also wer diese Poster aufgehangen hat, der wird echt gekündigt. Ich meine, hier, guck mal. Ist in der Hauptverkehrsstraße hier richtig. Wow, da werden bestimmt alle bekehrt zum Kommunismus. Kommunismus reaches the stars. So, 4 von 4. Ist das Sputnik oder was? Wieso ist das ganze Gelände auf einmal wieder voll von Fiesen? Das verstehe ich nicht. Und wieso baut sich die Grafik manchmal so auf, so nachträglich? So, ist egal. Wir haben unsere Mission da abgeschlossen. Wir müssen da eigentlich nichts mehr machen, glaube ich zumindest. Und wir haben knapp $10.000 in der Tasche. Wir müssen dann eigentlich bald mal wieder nach Hause und ein bisschen was abliefern. Achso, ganz kurz. Mit Punkt geht's ja nicht mehr. Mit Punkt geht's ja nicht mehr. Mit Escape komme ich nicht mehr ins... Ach doch, hier, Optionen. Wie kann ich das Radio jetzt ausschalten? Mann, warum habt ihr die ganze Steuerung verändert, Leute? Was ist denn los bei euch? Man gewöhnt sich dran und plötzlich alles neu. So, fahren. La, 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 la. So, Radio ein ausschalten liegt auf der 4, nicht mehr auf dem Punkt. Das britische Unterhaus ein Bürgerrechtsgesetz, das Farbige und Asiaten in Großbritannien vor Diskriminierung bei der Wohnungs- und Arbeitssuche schützen soll. Warte mal kurz mal das hier. Habe ich hier durch? Hier, ja, hier. Eier, 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 Papaya. Da ist schon wieder ein roter Wagen. Mann, ich will denen folgen, aber ich will erstmal die andere Kracke. Die andere Kracke komplett erledigen. Nein, da war noch so ein Radio-Ding Dingens am Hafen. Oh, Transistor. Nein, Sicherung. Mann, leck mich am Arsch. Technik, Scheißding. Hä, angeblich haben wir da noch nicht. Ach nee, das ist das Sprachding. Okay. So, Bennys. Bennys Restaurant. Ah, ja, ja, das war der Kasten, den wir nicht machen konnten. Genau, hier direkt bei Vito. Und da ist immer noch das Gemälde. Das haben wir immer noch nicht geholt. Machen wir gleich mal. So. Gut. Dann können wir hier mal schön abhorchen. Rücke die Scheiße aus mir raus. Wenn Greco in der Nähe ist, fühlt sich niemand richtig sicher. Also bleiben wir einfach. So. Ein paar Leute stehen hier wieder. Es wird ihm einfach durchgelassen, dass er quasi jetzt hier so rumläuft. Hey, wie geht's, wie steht's, Mann? Ah, ja, 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 du armes Würstchen. Was ist los mit dir? Warum bist du immer noch so Low-Bob-mäßig unterwegs? Du solltest es inzwischen doch alles geschafft haben. Ich hab das Gemälde ist unten. Rote denn da? Voll auffällig. Ja, da ist das Gemälde. Wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Kann ich hier mit renovieren? Ich hätte gerne hier, da steht es. Das habe ich übersehen. So, Vargas-Gemälde. 3 von 4 haben wir jetzt von River Row
insgesamt eingesammelt. Läuft also. Haben wir bald auch alles erledigt. So. La da 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 da. Warum habe ich die vorhin nicht gesehen? Die. Vielleicht weil es nicht ging. Die. So, da haben wir wieder einen roten Wagen. Da ist er. Dem könnten wir jetzt theoretisch folgen, der wartet hier netterweise an der Ampel auf uns. Aber erstmal machen wir die ganzen Nebenaufträge und dann holen wir uns den. Erstmal alles machen, was überflüssig ist. Ich hasse sowas. Erstmal alles machen, was überflüssig ist und dann... Ist ja gar nicht überflüssig tatsächlich, ist ja dafür da, dass wir den ganzen Stadtteil komplett übernehmen. Mit Mann und Maus wollen wir den übernehmen. Wir können dem Wagen auch zu Fuß folgen übrigens, das würde natürlich auch gehen. Nur ein bisschen länger dauern. Oh, Bücher. So, hier kriegen wir noch so ein Ding. Ich nehme jetzt einfach immer mit, damit wir genug dabei haben, ne? Raucherpause. Verkauft wahrscheinlich Bücher. Meine Nichte will heiraten. Gerade mal 17. Schon viele. So, da drüben sind noch ein paar Sicherungen. Wir haben jetzt 10 Stück wieder. Wir haben gerade 3 Stück verbraten. Das heißt, hier haben wir noch ein paar Sicherungen, die holen wir uns natürlich auch noch. Und da oben drin ist auch noch irgendwas. So. Das hier ist ein bisschen, also das mit den Sicherungen ist ein bisschen nervig, das muss ich zugeben. Es ist ein bisschen nervig, es wäre schön. Ich freue mich, dass es mehr als, ich weiß nicht, ob es mehr als genug gibt. Vielleicht ist ja auch alles nur aufgeteilt, ich habe keine Ahnung. Vielleicht sind die Sicherungskästen sind wahrscheinlich auch komplett optional. Ich sage immer Sicherungskästen, meine aber Telefonkästen, ich weiß. Die sind wahrscheinlich völlig optional. Trotzdem will man ja alles mitnehmen, aber ich finde es halt ein bisschen, ist ein bisschen too much. Zieht einen so ein bisschen raus. Ich mache es trotzdem, damit wir alle Kästen übernehmen, alle Bilder finden, alles machen. Ein bisschen wie bei Shadows of Mordor, komme ich mir gerade vor. Ne? So ein bisschen wie bei Shadows of Mordor, spielt sich ja auch ähnlich. So, hier haben wir jetzt alles. Da ist noch ein Playboy-Magazin. Nee. Und da kommen wir dann zum nächsten Ding. Playboy-Magazin. Das sind 100 Meter, da können wir kurz mal so hinjoggen, dass wir jetzt hier eher in der Straße, wo wir geparkt haben. Dann holen wir das nochmal schnell. Die. Wenn der Senderwahlknopf ganz langsam dreht, hört man die Sender zwischen den Sendern. Verstehst du? So. Ah, die richtigen Nachrichten für die Weißen, natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Ein Einbruch meldet aber komischerweise niemand, das ist aber merkwürdig. Außer natürlich der Ladenbesitzer, aber alle anderen Einwohner scheint das egal zu sein. Aha, ein Popo-Magazin. So, Playboy, ein schöner Pfirsich oder Apfel? Ich weiß nicht, was es ist, vielleicht ein Pfapfel. Das Ding haben wir, da drüben fliegt eine Sicherung rum. Kommen wir hier raus. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht, ich glaube nicht. Und irgendwer hat hier ein sehr starkes Räuspern. So, was ist das? Okay, dann kommen wir von da aus. Jetzt, wo die Sackgasse ist, kommen wir jetzt hier durch. Das ist gut. Hm? Was denn? Hat jemand gerufen? So, da oben ist noch eine Sicherung. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Irgendjemand hat ja sehr, sehr starke, vielleicht ein sehr starker Raucher. So, wie komme ich denn? Ach, da komme ich da oben. Okay. So, da drüben. Dann haben wir das. Na also. Jesus Maria, was für ein Geraffel. Und da haben wir den nächsten Sicherungskasten. Zu dem können wir erstmal hin.
haben wir da oben, keine Sicherungskästen mehr. Da habe ich noch einen übersehen. Und da ist ein, werden wir später alles wahrscheinlich holen müssen, wenn wir die, alle Sicherungskästen machen wollen. Ich weiß nicht genau, ob es abgezählt ist. Ich hoffe, es gibt hier wesentlich mehr Sicherungen, als es hier Telefonkästen zu überwinden gibt. Das wäre schön. Hier, 100 Meter. Können wir auch kurz hinlaufen. So, da ist er. Ja, unbefugtes Betreten, noch sieht uns ja keiner. So, und da sind wir auch schon im nächsten Zielort. Sehr, sehr gut. Was lungert der denn da so rum? Der lungert nicht rum, der macht hier gerade was. Das ist wichtig. Ey, sind die Johnny Depp? Ich verstehe keinen Ton von dem, was er sagt. Gottverdammt. Ah, jemanden töten müssen wir hier. Oh, was macht der denn da? Das sieht nicht gut aus. Ich würde gerne versuchen, mal an Seite reinzugehen. Von hier aus, wir sind hier gerade momentan im Haupteingang. Oder können wir den... Für mich? Ich glaube, das sind zu viele. Guck mal, die... Okay, die boxen die gerade alle weg, die Arbeiter. Okay, wir werden die mal gleich aufmischen. Ich guck mal, ob wir vielleicht eine bessere Position auf der anderen Seite kriegen. Dann gehen wir da rein, schalten die alle aus, machen weiter. Bam, 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 bam. Zack, zack, zack. Und dann suchen wir da 10 Stunden lang irgendwelche Sicherungen. Weil das den Gameflow überhaupt nicht rausnimmt. Egal. Ich mag diese Sammeldinger ja trotzdem. Nur fürs Let's Play immer so ein bisschen schwierig. Egal. Wer sich mit uns anlegt, hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Füll die Papiere aus. Bin es leid nachzufragen. Hat von denen keiner gemerkt? Sehr gut. Da drin ist noch einer. Das wird ein bisschen schwieriger, wenn wir hier, also hier werden wir unbemerkt auf gar keinen Fall irgendwas machen können. Okay, den können wir als nächstes vielleicht ausschalten. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den kriegen. Abgaben sind am Ende der Woche fällig, Wichser. Wir warten kurz, bis der wieder kommt. Sneaky dauert immer ein bisschen länger, ne? Ich gehe mal gerne Sneaky vor, statt einfach wild rein, wie so ein Eber und dann wegballern. So, der müsste ja gleich wiederkommen. Ich hoffe, wir erwischen den von hier. Wahrscheinlich nicht. Den Typen müssen wir eh töten. Das ist unser Plan. Aber beim Trocknen zuzusehen ist spannend dagegen. Ey, weißt du was? So, Schadenssumme erreicht. Ich kann einfach nicht anders. Der Geschäftsboss. Du hast genug Schaden angerichtet, um den Boss aus seinem Versteck zu locken. Wenn du bereit bist, ihn auszuschalten, geh zu deiner Kontaktperson, besorge dem Informationen. Oder wenn du erstmal mehr Geld verdienen willst, natürlich. Wir verdienen erstmal mehr Geld. Schleich dich um ihn herum. Zu spät, um abzuhauen, Junge. Okay, wenn du es sagst. Vor allem ist hier noch eine Sicherung. Ohne die gehe ich nicht. Ah, natürlich. Schnapp ihn! Na dann, denk doch mal drüber nach. Ich glaube, das war's. So, ein bisschen Kohle einsammeln. Ding, 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 ding. So, was haben wir denn hier? Eine Notiz gefunden wieder. Lesen. 7.32 Uhr. Versammlung wird zur Ordnung gerufen und die Anwesenheit festgestellt. 34 Mitglieder sind anwesend und überprüft. 7.45 Uhr. Nachdem Mr. Greco und seine Mitarbeiter anwesend sind, wird auf Antrag namentlich abgestimmt, ob Mr. Greco der neue Gewerkschaftsvorsitzende werden soll. 53 Stimmen für Ja, eine Stimme für Nein von Mr. Kelly. Mr. Kelly wird aus dem Saal geleitet.
Mr. Greco spricht zur Versammlung, versichert allen Anwesenden, dass die Gewerkschaft unter seiner Führung stärker werden wird. Er ermahnt alle Mitglieder, ihren Pflichten nachzukommen. Er warnt sie, dass er andernfalls zu der Einschätzung kommen müsse, dass ihre Hingabe an die Gewerkschaft nicht so umfassend sei, wie er wünscht. Mr. Greco schließt die Versammlung. Und Mr. Kelly wird nie wieder gesehen. Nein, das will ich nicht. Ich wollte hier die Sicherung und die Kohle. Was ist mit den Kohlen? So, hier haben wir hier auch noch Kohle. Was ist da? Das geht nach oben. Da ist auch noch ein Gemälde oder irgendwas. Schauen wir gleich mal nach. You tell him I'm on my way. But nobody. Tell him. I'm on my way. Nobody wants. I keep my mind on my money. I keep my hand on my gunny. Don't get to playing with Sonny unless you play Boy Bunny. I put bow in your tummy, tattoo in your brain. If you think it's a game, haters whisper my name. Suckers want what I slang. Eric Cannon and I'm vain. DA want me to hang. But let me explain. Like Abel and Cain, that the black grim people is not my brother's keeper. Revenge, revenge. A killer's on the binge of revenge. It depends.